Auf der Orthopädie hat Assistenzarzt Frederik Seehauser den 47-jährigen Stefan stationär aufgenommen. Der Bauarbeiter zog sich bei einem Sturz während der Joggingrunde mit Ehefrau Heike nicht nur einen Unterarmbruch zu, sondern war auch kurzzeitig bewusstlos. Ja, Herr Köping, es ist natürlich leider so, auch schon bei allen Einwänden, wir müssen Sie tatsächlich für 24 Stunden, wenn nicht sogar 48 Stunden, hier unter Beobachtung halten. War es 24 Stunden? So lange? Ist doch nicht schlimm. Ja, aber wir haben doch morgen Hochzeitstag, Schatz. Ja, aber Schatz. Ich glaube, die Gesundheit von mir geht jetzt ein bisschen vor. Ja, aber und was ist denn jetzt da so Schlimmes dran, 24 Stunden, so lange, dass er noch hier bleiben muss? Also im besten Fall ist es nur so, dass es halt nur so ein temporärer Gedächtnisverlust war, also wie so ein klassisches Knockout beim Boxer, so ein K.O., ja, dass das Hirn einmal kurz gegen die Schädeldecke von innen gekommen ist und dann einmal resettet worden ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass fast viel Schlimmeres passiert ist. Zum Beispiel sowas wie eine Schädelhirnblutung oder ähnliches. Sowas müssen wir alles beobachten. Und deswegen müssen wir mindestens. Das ist so lange. 24 Stunden. Das ist doch gar nicht lange, Heike. Stell dir mal vor, da kommt wirklich irgendwas nach. Das ist doch nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber morgen ist doch Hochzeitstag. Ja. Ich habe mich so darauf gefreut. Du kommst doch mit einem Stück Kuchen hierher. Ist doch alles gut. Ich wollte sagen, oder wir feiern am Wochenende. Aber lass mich jetzt die 24 oder die 48 Stunden halt in Ruhe, dass ich hier ausruhen kann und dass er mit dem Kopf wieder. Und dann geht doch alles weiter wieder. Relativ schnell durfte ich erfahren, dass der Hochzeitstag für Frau Köping enorm wichtig war. Dieser war der 20. und hier hatte sie schon viele Gedanken gemacht. Diese wurden jetzt natürlich torpediert durch den Klinikaufenthalt ihres Mannes. Generell hatte ich aber die Vermutung, dass nicht nur an dem Hochzeitstag ihr was liegt, sondern dass sie noch ein weiteres Problem hat. Wann kann er jetzt wieder genau Sport machen? Ja, ich denke mal so mit dem Bruch, das dauert mindestens so, sag ich mal, 5 bis 7 Wochen konservativ. 5 bis 7 Wochen? Und auch da sollten Sie schon, denn gerade beim Joggen ist auch ein Armeinsatz dabei. Sachen haben Sie ja schon gebracht bekommen. Meine Frau hat schon was mitgenommen direkt. Ich hole mal eben die Reisetasche. Ja. Ah. Haben Sie es ein bisschen übertrieben heute beim Sport? Och, alles gut, nein. Alles gut. Sieht aber ein bisschen anders aus. War heute Morgen auch schon nicht in Ordnung, als wir trainiert haben. Vielleicht ein bisschen Muskelkater, ja, vom Sport machen. Aber wovon hast du denn noch Muskelkater bei deinem Trainingspensum? Ja, Tasche nehmen. Dankeschön. Also, ihr Mann hat auch gerade gesagt, heute Morgen war das auch schon beim Laufen. Ja, ja. Die letzten Wochen läuft sie nicht ganz rund. Mhm. Soll ich das mal anschauen? Wo tut es denn primär weh? Also, wirklich, brauchen wir jetzt nicht. Ja, wir. Also ich bin dafür, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ach, ihr übertreibt. Jetzt, ich denke jetzt auch, Frau Köping, wir gehen einfach mal rüber. Ja, oder wenn Sie sich kurz einmal noch da hinsetzen, dann schaue ich es mir einfach mal an. Eigenartig war, dass Frau Köping sehr darauf erpicht war, dass ihr Mann möglichst schnell aus dem Krankenhaus herauskommt. Zudem ist mir aufgefallen, dass sie selber anscheinend auch ein gesundheitliches Problem hatte. Denn ihr Humpeln, das ist mir schon von Anfang an aufgefallen. Als ich sie dann aber angesprochen hatte, hat sie dies natürlich heruntergespielt. Schauen Sie mal, da sieht man doch eigentlich schon, wenn Sie mir das Bein mal geben wollen. Na ja, da haben sie aber einen ganz schönen Erguss drunter. Das ist ein ganz schönes Hämatom. Ja. Das sieht er. Ich meine, das muss Ihnen doch auch aufgefallen sein. Leider nichts sehen. Schauen Sie mal. Ist Ihnen das auch nicht aufgefallen? Nee, gar nicht. Nee. Gestürzt sind Sie auch nicht? Also, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also, nicht wissentlich gestürzt, aber es ist schon eine ganz schöne Einblutung, die da ist. Und die ist auch das nicht ja, mir ist das nicht aufgefallen. Nee, gar nicht. Also, ne? Ganz ehrlich, vielleicht habe ich mich gestoßen hier. Nee, das ist nicht gestoßen. Das kann man jetzt schon ausschließen. Ich würde vorschlagen, wir gehen dann gleich in den Behandlungsraum. Nicole, kannst du kurz vielleicht einen Rollstuhl holen? Das wäre super nett. Ja, hole ich gerade mal. Ja, das sieht ja gut aus. Ein Hämatom mit solchen Ausmaßen, einer solchen Verfärbung, das muss natürlich auch Schmerzen verursacht haben. Frau Köping kann mir wirklich nicht hier glaubhaft erklären oder versuchen zu erklären, dass hier keine Schmerzen aufgetreten sind. Ich habe ja auch gesehen, dass es eben zu einem Humpeln gekommen ist, was immer dafür spricht, dass es auch ein Schmerz beim normalen Auftreten verursacht worden ist. Ich glaube, sie hat ganz bewusst hier dieses Hämatom oder die Schmerzen ignoriert. Schauen Sie mal. Das ist richtig auf der Fall. Das und muss doch wehgetan haben. Also Ihnen ist das nicht aufgefallen? Schmerzen haben Sie auch nicht gehabt? Nein. Okay, dann schaue ich mir das Ganze noch mal an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Unterschenkelbereich mal so drücke, das tut weh. Ja. Das müsste auch, wenn ich so von hier hinten so drücke, müsste auch wehtun. Ja, ne? Und wenn ich das Hämatom selber mal, das... Also, das tut natürlich, das schmerzt. Das schmerzt, ja, ne? Genau. Haben Sie trotzdem Sport gemacht? Ja. Nicole, könntest du ein Röntgen anmelden? Ja, das muss auf jeden Fall gerönt werden. Da anamnestisch nicht zu klären war, wieso Frau Köping einen blauen Fleck oder ein Hämatom hatte, sie ist weder gestürzt, hat sich gestoßen, noch ist ihr was anderes, ein Unfall widerfahren, ist das für uns schon sehr, sehr eigenartig. Deswegen habe ich hier nur einfache Druck und versucht, Mobilisationstests durchzuführen. Gewissheit kann hier aber nur eine radiologische Untersuchung bringen. Mir ist das wirklich nicht aufgefallen. Also von daher, vielleicht habe ich mich irgendwo gestoßen. Aber die letzten 8 Wochen ist das schon
Das okay. Ist echt nicht gut. Wir trainieren schon eine ganze Weile zusammen, eigentlich total hobbymäßig, aber die letzten 2 Monate, da war das so extrem mit Heike, dass ich echt gesagt habe, es macht eigentlich schon echt keinen Spaß mehr, weil sie so dermaßen übertreibt. Okay, also ein bisschen ehrgeizig, das ganze Projekt hier. Genau. Okay, wunderbar. Wir haben das ganz häufig eigentlich, aber nicht, dass Patienten gerade immer am Anfang des Jahres viel mehr Sport treiben, weil sie noch sehr motiviert sind. Aber meistens dann, wenn es zu den ersten Blessuren kommt, dann pausieren sie. Und das ist auch richtig, weil das sind alles Warnsignale des Körpers, die sollte man nicht ignorieren. Und so eine Einblutung ohne erkennbaren Grund dahinter steckt meistens immer irgendwie schon was Fieses. Deshalb müssen wir hier auf jeden Fall ein Röntgen machen. Als ich Frau Köping in die Radiologie überwiesen habe, dachte ich eigentlich, dass dieses Hämatom sich relativ schnell erklären lässt. Vielleicht durch eine Einblutung oder vielleicht eine Knochenhautentzündung oder Ähnlichem. Dass aber der Hochzeitstag am Folgetag ins Wasser fallen würde und das nicht an dem Mann lag, der immer noch bei uns hier stationär war, sondern an Frau Köping selbst, das sollte sich ja später herausstellen. Bereits eine halbe Stunde später liegen die Röntgenbilder der 45-Jährigen vor. Doch als Frederik Seehauser die Ergebnisse mit Sportfanatikerin Heike, deren Ehemann Stefan und Freundin Gloria besprechen will, traut der Assistenzarzt seinen Augen nicht. Frau Köping? Okay, was können Sie damit mal aufhören, Frau Köping? Frau Köping, was ist jetzt? Jetzt tun wir mal hier dieses Seil weg. So, Frau Köping, jetzt warten Sie doch erstmal. Jetzt tut's richtig weh, ja? Tut's jetzt doller weh als gerade? Können Sie aufstehen oder geht gerade gar nicht? Geht gar nicht, okay. Das sind solche Schmerzen. Warum machen Sie das denn? Okay, Frau Köping, jetzt haben wir daraus gelernt, dass das natürlich kompletter Quatsch war, was Sie gerade gemacht haben. Also ich meine, im Krankenhaus Seil zu springen, auf die Idee müssen Sie auch erstmal kommen. Seil springen, während man auf eine Befundung wartet und eine Akutproblematik im Unterschenkelbereich vorhanden ist, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Aber leider konnte ich Frau Köping nicht rechtzeitig genug aufhalten. Also Frau Köping, Sie hatten doch gesagt, das Ganze wurde intensiviert in den letzten 8 bis 10 Wochen ungefähr. Ja, 2 Monate ungefähr jetzt. Ja, genau. Ich zieh mir die Jacke aus. Und dann würde es halt nämlich auch dazu passen, Frau Köping, ich hatte mit Schwester Nicole schon die Bilder angesehen. Was wir hier sehen können bei Ihnen, das ist eine sogenannte Stressfraktur. Ja, Stressfraktur ist nicht, weil der Knochen überarbeitet ist oder gestresst ist, sondern wir nennen das so, das ist eine Art Ermüdungsbruch. Ein Ermüdungsbruch? Zu viel Training. Genau. Tatsächlich zu viel Training, ja, beziehungsweise häufig eine Fehlbelastung. Und eigentlich signalisiert der Körper rechtzeitig, dass man eigentlich über Schmerzen kommuniziert, es darf nicht mehr trainiert werden. Ja? Und dann sollte man auch aufhören. Und die Antwort ist sowas. Nur jetzt gerade beim Seilspringen habe ich so die Gefahr oder die Vermutung, dass da vielleicht etwas mehr passiert sein konnte, denn der Knochen war ja schon vorgeschädigt. Ja. Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle, wir machen hier ein erneutes Röntgen. Was aber auch gleichzeitig impliziert, dass es wahrscheinlich, vielleicht, davon gehe ich jetzt im Moment aus, schlimmer gebrochen sein könnte. Weil wir haben doch Hochzeitstag. Kann man das nicht alles beschleunigen? Heike. Mit einer Reha, eine schnellere oder Medikamente? Heike, wir müssen erstmal die Bilder angucken. Herr Doktor, kann man das nicht beschleunigen? Heike, der Doktor hat doch noch gar nicht gesagt, jetzt lass mich bitte ausreden. Bitte, jetzt hör bitte einmal zu. Der Doktor hat noch gar nicht gesagt, wie lange, was es ist. Lass dich doch jetzt erstmal röntgen und dann gucken wir weiter. Und jetzt lass mich mal in Ruhe mit diesem blöden Hochzeitstag. Jetzt gucken wir erstmal, was mit deinem Bein ist. Es reicht jetzt wirklich. Ich hatte wirklich die ganze Zeit den Eindruck, irgendwas treibt sie da. Also sie wollte auch, nachdem sie ein zweites Mal da gestürzt ist und auch bestimmt wirklich höllische Schmerzen haben musste, einfach nur raus. Sie wollte nur weitermachen und diesen Grund, den haben wir nachher dann noch erfahren. Eine weitere Röntgenaufnahme zeigt, welch schwere Folgen das Seilspringen auf Heikes vorgeschädigtes Bein hat. Frederik Seehauser bereitet seine Patientin auf eine komplizierte Operation vor. Doch die Empfangsdame will noch immer nicht den Ernst der Lage erkennen. Schauen Sie mal, das haben Sie sich selber zugemutet. Wenn Sie mal sehen wollen, der Knochen, der ist jetzt komplett eigentlich aus seiner anatomischen Achse herausgebrochen. Das sind viele kleine Puzzleteile, die ersetzt werden müssen. Vorher haben wir da so ungefähr von 4 Wochen gesprochen, 4 bis 5 Wochen. Dann wären Sie wieder fit gewesen mit diesem Ermüdungsbruch. Ja, aber was heißt das konkret? Wann kann ich wieder Sport machen? Na ja. Sie brauchen Geduld. Ja, also wir gehen erstmal davon aus, dass Sie überhaupt wieder richtig Sport machen können, Frau Köping. Ja, aber meinen Sie nicht in 4 Wochen, dass ich da wieder Sport machen kann? Niemals. Keine Chance, Frau Köping. Wir reden hier mindestens von einer Zeit von, ich sag mal, einem halben Jahr. Halbes Jahr? Ja, Sie müssen sich vorstellen, wie kompliziert das gebrochen ist, ja. Also ich würde vorschlagen folgendermaßen, ich gehe in den Waschraum, mache mich fertig, hänge das Bild im Saal nochmal auf. Und Sie kommen erstmal runter. Genau, Sie beruhigen sich ein bisschen und verabschieden sich von dem Gedanken von diesen 4 Wochen. Und dann kriegt sie ein bisschen was zur Prämedikation noch. Sie hat auch auf Station schon was gekriegt, ne? Sie machen jetzt mal die Augen zu, konzentrieren sich auf sich, versuchen mal an was Schönes zu denken.
Frau Köping, so ganz unbeteiligt waren Sie auch nicht an der ganzen Geschichte bisher. Frau Köping war immer noch relativ uneinsichtig aufgrund ihrer Verletzung. Sie hat immer noch nachgefragt, ab wann sie dann wieder fit ist, beziehungsweise dass eine Verschlimmerung der Verletzung absolut nicht möglich ist. Und das konnte jetzt auch nicht mehr an diesem banalen Hochzeitstag liegen. Ich denke, dass hier mehr dahinter steckte. Was oder wer genau seine Patientin rund um den bevorstehenden Hochzeitstag derart unter Druck setzt, soll sich Frederik Seehauser erst am Tag nach dem mehrstündigen Eingriff offenbaren. Heikes Ehemann und ihre Freundin Gloria hoffen auf eine gute Prognose für die 45-Jährige. Doch der inzwischen entlassene Stefan machte zu Hause einen rätselhaften Fund. Ich bin gerade dabei zu erzählen, wie die Operation verlaufen ist. Die Operation ist sehr gut verlaufen. Sie war gestern etwas geplättet noch von den Narkotika, die wir verabreichen mussten. Aber nichtsdestotrotz ist die Operation so verlaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Und der Knochen ist soweit auch wieder rekonstruiert, so wie wir das uns auch gedacht haben. Okay, das hört sich ja alles positiv an. Aber Heike, ich habe da was anderes noch. Gibst du mir mal bitte? Einmal? Heike, guck mal, what's that? Warte, und was ist das? Und das hier? Kannst du mir das mal bitte... Wo hast du das denn gefunden? Wo habe ich das denn gefunden? Ach, ein Reiseführer. Ja. Ich kam nach Hause und da lag alles auf dem Tisch. Was ist damit los? Das wollte eine Überraschung sein. Eine Überraschung? Genau, und zwar haben wir doch Hochzeitstag und... Ja. Das war unser größter Traum immer und wir konnten uns das ja nie finanziell leisten. Und deswegen habe ich dann angefangen zu sparen und Sport zu machen, weil ich ja wusste, dass wir den 20. Hochzeitstag haben. Und das sollte die große Überraschung sein und werden. Das ist dieses New York Marathon. Und das ist ja in 4 Wochen. Und das war das. Deswegen habe ich ja dann auch so viel Sport gemacht. Und ich wollte einfach fit sein. Und das ist der Grund, warum ich da angefangen habe, Seilchen zu springen und überall. Und ich habe mich im Fitnessstudio, war ich fast jeden Tag und gelaufen. Man kann es so übertreiben, oder? Ja, aber ich wollte, dass diese Überraschung gelingt. Ich habe mal so eine Frage. Die Reise ist ja bezahlt. Nach Sport sieht das da nicht aus, einem Marathon laufen. Aber können wir denn trotzdem fliegen? Weil dann würden wir... Das einfach so machen. Ich würde das nochmal absprechen mit den Kollegen der Anästhesie bzw. der Inneren Medizin aufgrund des Thromboserisikos nach so einem großen Eingriff. Aber als Fan zum Anfeuern beim Marathon, als normaler Spektant, glaube ich, ist das schon okay. So in 4 bis 5 Wochen, wenn wir da beide Augen zudrücken, mit einer guten Orthese, einer guten Schiene dann auch noch und Krücken. Aber Sport dürfen sie auf keinen Fall machen, schon ist angesagt. Das Einzige, was eben noch ist, was man sagen muss, die Zeit, die jetzt kommt, die Reha-Zeit, die ist noch mal relativ anstrengend. Wir haben ja noch einen zweiten Eingriff vor uns. Aber jetzt ergibt das alles für mich Sinn, ne? Wenn Sie sagen, Sie haben so viel gemacht und das so viel belastet, dass es dann zum Ermüdungsbruch gekommen ist. Und dann haben Sie wahrscheinlich hier bei uns in der Klinik, kam es dann zu dieser Spiralfraktur. Damit hatte ich ja nicht gerechnet, dass sowas passiert. Guck mal, dann ist doch alles gegessen. Dann laufen wir halt dieses Jahr nicht den Marathon, vielleicht... Dann nächstes Jahr und dann gucken wir uns dieses Jahr halt nur New York an und gucken, wie die laufen. Ist natürlich auch nicht so anstrengend. Für den New York Marathon sehe ich dieses Jahr leider absolut keine Chance, vielleicht aber im nächsten Jahr. Und Herr Köping hatte eigentlich eine ganz gute Idee, dass die Reise nicht unbedingt ins Wasser fallen muss. Sie können auch gerne als Zuschauer die anderen Teilnehmer anfeuern und im nächsten Jahr durchstarten mit einer guten Vorbereitung, einer dosierten Vorbereitung nach den Reha-Maßnahmen. Und auch genau das ist das, was wir Frau Köping ans Herz legen wollen. Sie hat jetzt selber am Leib erfahren, wie kontraproduktiv ihr Handeln war. Nach einer Woche Klinikaufenthalt war die sportliche 45-Jährige gut mit Beinschiene und Gehhilfen unterwegs. In diesem Jahr konnte das Ehepaar den Läufern beim New York Marathon zwar nur zujubeln, doch sobald Heike vom Arzt grünes Licht bekommt, werden die beiden gezielter mit dem Training für ihre eigene Teilnahme beginnen.